Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Part Need for Speed Run, die Challenge-Serie. Ich freue mich, dass ihr bei diesem Part wieder dabei seid. Und ja. Und wie ich rede jetzt hier nicht groß drum herum. Wir legen jetzt hier los mit Desert Valley. Gut, also im Programm haben wir jetzt als nächstes Spüre die Hitze. Ist ein Sprintrennen beenden, wir müssen das Rennen als erster beenden. Wagenklasse sind in dem Fall alle Stufe 3 Wagen. Atemberaubende Rennen im Gebiet der Panamint Ranch versprechen heftige Action. Ja, dann machen wir es doch mal. Wir fahren einen alten Klassiker, ich fahre den Lamborghini Biura SV, finde den sehr gut. Mit dem Jutta Style Pack, weil das finde ich sehr geil. Ich nehme diesen Blau. Schaut doch geil aus. Natürlich nehme ich auch irgendwann mal noch mal eine andere Farbe. Die Medaillen, Platin 2 Minuten 30, Gold 2 Minuten 40. Silber 2 Minuten 55 und Bronze 3 Minuten 20 sogar. Also, das funktioniert schon, würde ich sagen. Und da geht's auch gleich los. Medaille sogar. Ja, das ist ja mal nice, würde ich mal sagen. Richtig geil. 300 EP für die Platin-Medaillen. 250 EP haben wir noch bekommen für die Rennen erhalten. 500 EP für das perfekte Rennen. 250 EP noch für 5 übrige Resets. Besser kann es ja nicht sein, oder? Kann es auch nicht. Also es ist sehr gut. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir gleich schon mit dem nächsten Event weiter. Hölle auf Rädern. Sprintrennen. Beende das Rennen als erster. Wagenklasse Stufe 3 Exoten. 10 Exoten.
sieben Spitzkehren, eine Ziellinie und null Platz zum Atmen. Okidoki, wenn du meinst. Machen wir nochmal Miura. Nochmal mit Jota Style Pack, aber dann fahren wir mal eine andere Farbe. Ich finde das Giftgrün sehr gut. Also, das sticht mir auch gut in den Wagen. Ja, sie. Ja, genau. Medaillen. 2 Minuten 40 für Platin, Gold 2 Minuten 50, Silber 3 Minuten und Bronze 3:30. Ja, sieht doch gut aus, können wir so machen. Los geht's! Information, das ist ja auch auf dem Dollar Highway in Colorado. Ach ja. Ja, Lotus denkt schon, er wäre was Besseres, aber wir sind eigentlich die besseren Fahrer. Da hat sich die KI einen Verkehrsstreit geleistet. Ach ja. Wir sind gerade 14. Also. Ja. Läuft schon rot, würde ich sagen. Medaille, ja, das geht auch noch sehr gut, wenn ihr mich fragt. Ich bin auch zu. EP. 500 EP fürs perfekte Rennen. 250 EP noch für 5 übrige Resets. Ja. Passt. Als nächstes haben wir das Rennen am Limit, ein Zeitfahren. Wir müssen die Uhr besiegen. Die Wagenklasse haben wir Stufe 3 Muscle Cars. Diese Straße ist definitiv zu viel des Guten. Fahr bis zum Ende, bevor die Zeit abläuft. Tun wir das nochmal. Ich habe den Cobra. Aber wir können auch mit dem Super Snake fahren. Fahren wir mal mit dem Super Snake. Der ist doch auch super.
Und fahren wir mit dem Super Snake Run Edition Kit. Oh. Bin noch am Überlegen. Ach komm, nehmen wir die giftgrüne Variante. Die finde ich cooler. Okay, hier sind die Zeiten. 1,35 für Platin, 1,40 für Gold, 1,45 für Silber und 1 Minute 55 für Bronze. Schauen wir mal, was wir hier kriegen. Weise mal raus, das weiß ich nicht so. Ich mach wenig Lenkbewegungen und trotzdem fällt sie mir raus. Sorry! Naja, 1 Minute 47,80 und Bronzemedaille. Naja. Dieses Rennen ist manchmal ganz schön beschissen. Eigentlich sollte ich das Rennen nochmal fahren in der Regel. Was ich bemängle ist die Helligkeit. Ich fahre mit euch das Event noch einmal ganz kurz. Wird dann zwar eine kleine längere Folge, aber ich will auch zeigen, dass es auch natürlich anders geht, aber das ist ein bisschen merkwürdig, weil ich gebe zu, dieses Rennen ist ein bisschen blöd. Und ich kann auch da besser fahren. Das ist ja mal geil. Autos. Bei Blackbox, ja. Hab deine Challenge gemacht. Zerstört. Naja, ein Recent Drop Shot. Ja!
Dann lassen wir es sein. Dieses Rennen ist auch echt kacke, wenn ihr mich fragt, echt. Naja. Haben dieses Rennen ist mit Abstand einer der beschissensten Rennen überhaupt. Naja. Ich kann damit leben, dann machen wir halt weiter. Naja, ist mir jetzt auch egal. War jetzt nur einfach nur so zur Demonstration eigentlich gedacht, aber okay. Moment. Ich muss nur ganz kurz schnell. So. Okay. Als nächstes machen wir die Rally Challenge, ein Rivalrennen. Besiege ein Rival bis zum Ziel. Wagenklasse Signature Edition WRX STI Scroutle. Vorschau. Lass den Schotter fliegen und überhole Alpine Stars im Duell dieser Rally Challenge. Was? Das Auto schaut nicht schlecht aus, wenn ihr mich fragt. Das Auto hat Wumms. Okay, Platin 1 Minute 44, Gold 1 Minute 47, Silber 1 Minute 53 und bei Bronze sogar 2 Minuten 15. Legen wir los! Ach ja, und aber wir sind besser. Da habe ich zu stark die Linie offen gelassen, aber konnte ich auch nichts machen. Aber wir wollen es. Goldmedaille. Hauchknapp hätten wir auch Platin bekommen, sogar. Hauchknapp! Aber was willst du machen, wenn du kein Nitro zur Verfügung hast? So, da sind wir auch schon wieder zurück. Also, musste kurz einen Cut machen, weil das Spiel ist wieder abgespielt. Aber ja. Wir haben die Rally Challenge abgeschlossen mit einer guten Zeit. Und ja, wir machen jetzt weiter mit Sanddorn im Auge, ein Sprintrennen. Beende das Rennen als erster. Wagenklasse ist Mercedes-Benz SLS AMG. Vorschau, behalte die Straße im Blick und kämpf dich durch Staub und Geröll. Tun wir das doch mal, wenn ihr mich fragt. Machen wir euren Rundkurs Racer Pack drauf. Das ist geil. Klassisches Blau. Machen wir es gleich. Krasser. Machen wir solch eine Farbmischung. Die finde ich gut. Die finde ich sehr gut. Die Zeiten 1 Minute 40 für Platin. Gold 1 Minute 55. Silber 2 Minuten 10. Und Bronze 2:30. Ja. Das sind knackige Zeiten. Würde ich mal sagen. Dann gehen wir es mal an.
damit haben wir uns auch schon den ersten Platz geholt. Aber der Verkehr ist ein bisschen dumm. Ja, aber wir sammeln. Goldmedaille. Naja. 200 EP wenigstens für Goldmedaille Bonus. 745 EP für die Rennen, fürs Rennen. 500 EP fürs perfekte Rennen. 5 Resets haben wir übrigens nochmal 250. Ja. Das wäre super. Das ist gut gewesen. Und damit schließen wir auch die Challenge-Reihe Desert Valley ab. Und kommen jetzt noch kurz zur nächsten Challenge-Serie, dem Winterzauber. Können wir da noch eine. Wir können da noch eine machen. Wir haben hier Schneegestöber, Kampfmodus, Gegner überholen, bevor die Zeit abläuft. Wagenklasse, jetzt sind alle Stufe 3 Wagen wieder gefragt. Stell dich auf Schnee, Schneematsch und Eis mehreren Gegnern. Das tun wir doch mal gerne, würde ich mal sagen. Und da fahren wir mit einem anderen Auto. Fahren wir mit dem hier. Um euch noch zu zeigen, was wir für ein Auto haben. Mal das Retro Racer Pack drauf. Machen wir mal orange. Ist ein bisschen ungewohnt für Schnee, aber das ist egal. Gut, die Zeit. Platin 2,40, Gold 2,45, Silber 3 Minuten und Bronze 3 Minuten 30. Ja, das hört sich doch mal gut an, würde ich mal sagen. Und damit fangen wir auch an. Kampfmodus beginnt erst ab dem Checkpoint. Obwohl hätte Blackbox auch anders machen können. Sie hätten das echt ganz anders machen können. Sie hätten auch gleich anders machen können, weil wir mal alles ein bisschen sehr gut gehabt haben. Und Matsch, also da sind die. Sorry, das ist jetzt nicht so ein bisschen. Ja. Ich will das nicht machen. Bei Schnee gibt es andere Bedingungen, wenn ihr mich fragt. Ja. Konnte er jetzt wieder einholen? Oder konnte er jetzt wieder holen? Das ist wieder überholen. Damit der nächste Gegner. Ah,
soweit ich weiß, muss ich drei Gegner besiegen. Also es ist nicht wunder, wenn das Interface sich verpackt. Das Spiel ist jetzt nicht mehr, dass es mir wissen wird. Nein! So langsam! Scheiß Lotus, Alter! Es ist geil. Na, Junge, habe ich Zeit verloren. Jetzt sieht mein Schuss aus. Wenn ich jetzt mal sagen, Zeit ein bisschen für die Tuschmann. Jetzt muss ich die Tuschmann. Schaut doch besser aus. Ja. Ich habe eine kleine, ich habe ein bisschen freie Lust, aber jetzt geht's weiter. Unser nächster Gegner. Und ich brenne darauf, ihm jetzt eine zu geben. Was haben wir jetzt noch? Gleich eliminiert in der Position. Im Ziel mit 2 Minuten 39 und 81 Hundertstel Platin. Ganz schön knappes Rennen, wenn ich mich frage. Das ist sehr knapp. 300 EP für Platin Medaillenbonus. 740 EP fürs A im Rennen. 100 EP noch für 2 übrige Resets und wir fahren fort. Und in der nächsten Folge machen wir hier Winterzauber weiter mit Aufstieg. Also ich würde mich auf einen Kommentar oder auf einen Kommentar freuen, beziehungsweise auch über eine Bewertung des Videos. Kleine Kommentare und ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Morgen und einen schönen Abend. Egal, wann ihr auf dieses Video schaut, ich bin raus für die Folge und sage Tschüss.